Meine lieben Freunde, ich habe hier ein Spiel, das habe ich die letzten Tage angezockt. Und ich finde es echt mega geil gut. Es ist extrem gut. Ich kann es euch nur empfehlen. Es war auch eins der Spiele, ich glaube, es ist das 21. Spiel von 2017. Also es ist verdammt gut. Das einzige Problem, man kann sich nicht mit Google Play verbinden. Was irgendwie bei mir ein Problem ist. Weil ich habe kein Facebook, ja. Vielleicht hört man es, vielleicht auch nicht. Ich hoffe mal ja nicht. Ich bin krank. Es tut mir leid, wenn ich zwischendrin huste. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu viel oder ich versuche es rauszuschneiden. Ihr seht hier, wir wurden angegriffen. Also ihr seht, ich bin jetzt kein Anfänger. Okay, Grün hat mich angegriffen, hat mein Gold gestohlen und hat meine Truppen zerstört. Ja, leider. Einen Panzer habe ich jetzt gerade nicht mehr, den müsste ich mir neu holen. Habe ich denn? Ja, hätte ich genügend sogar. Gut, dann hole ich mir mal einen Panzer, damit ich meine Basis wieder verbessern kann. Genau. Hier sammle ich das ein, da mein Geld einsammeln. Oh, Level 14, gut. Ich erkläre euch gleich, was das Spiel so wirklich ist. Wir haben gerade irgendeine neue Einheit freigeschaltet, das sehe ich gerade, was sehr, sehr gut ist, weil ich liebe neue Einheiten. Ich habe mir beim Anfängerpack gekauft, also nicht das Exklusivpack, sondern mit drei Helden. Und die zeige ich euch dann gleich. Also hier kann man sich Sachen holen. Ein Boss kann ich mir holen. Bekämpfe jeden Tag Boss, einen anderen Boss. Übung macht den Meister. Ja, und wie kriege ich den jetzt? Keine Ahnung. Da habe ich auch was Neues. Verstärkte Verteidigungs. Ich kann es nicht. Verteidigungssignal, Snal, was auch immer. Verteidigungs. Ach so, Anlagen sind auseinandergeschrieben jetzt. Sorry. Erhöht auf jedem Gebiet das Gewicht eurer Verteidigungsanlagen um 5 Punkte. Okay. Davon habe ich schon zwei. Ich habe aber gerade nicht genügend Gold. Einen Scharfschützenturm habe ich schon. Ich habe Aufspürer und so. Das sind halt die ganzen Truppen. Hier könnt ihr euch so Upgrades holen und so. Das sind. Bumm. Okay. Der Wirkungsbereich Explosion eurer Minen wird verdoppelt. Ah, das ist gut. Also ihr seht, ich bin noch nicht ganz so weit. Man kann seine Farbe wählen, ganz am Anfang hat, bis man weiß. Und das ist natürlich doof. Also nicht doof, sagen so. Man muss dann wählen. Und zwar nämlich zwischen den Farben. Jetzt zeige ich euch ganz kurz. Genau. Hier. Zwischen den Farben. Rot, Orange, Grün, Pink. Lila und Türkis. Ich habe Orange genommen, weil ich Lust drauf hatte. Und es war so, ganz am Anfang musste man selbst Ding attackieren. Pink attackieren. So, und wenn man Pink gewählt hätte, hätte man 100 von diesen Goldmünzen dazu bekommen. Was natürlich für den Anfang gut wäre. Aber ich wollte einfach nicht. Ich wollte einfach nicht Pink sein. Wobei ich mir auch schon von Anfang an gedacht habe, dass ich das fürs Let's Play mache. Und ich weiß nicht, weil ich glaube, ich habe nur männliche Zuschauer. Tut mir leid, wenn ich jetzt irgendein weiblicher Zuschauer da ist und so. Ich habe nichts gegen weibliche Zuschauer. Aber ich glaube, es sind nur männliche Zuschauer da und die mögen Pink jetzt nicht so. Da können wir ja gleich mal angreifen. Den greifen wir an. Greifen wir mal Lila an. So. Wir werden vom Flugzeug abgeworfen und greifen jetzt da an. Hier seht ihr meine drei Hero, der Bomber, der Psycho und das Dreieck. Ich benutze gerne mal den Dreieck, weil ich den gerade zur Zeit am öftesten gebrauchen kann. Ah, genau, und ich habe hier noch den da. Der war ganz am Anfang, den kriegt man von Anfang an. Und ich erkläre euch gleich. Also der Psycho, der macht, dass der macht so Projektile abfangen, was ich noch nicht ganz verstehe. Dann der macht auf Dreiecksformation, wirft er Bomben. Bomben sind sehr explosiv und stark. Und der wirft auf die Schildkrötenformation. Ich weiß aber selbst noch nicht, das muss ich leider zugeben, was die Schildkrötenformation ist.
Und es kommen aber auch sehr oft die Dreieckformation, deswegen muss ich mal einfach den. So. Also ihr seht da oben rechts und bei links oben, da waren gerade die Leben und Angriff. Also ihr seht schon, ich bin besser als der. Ich weiß nicht, ob das jetzt online ist. Ich denke mal nicht. Also mit dem Finger kann man zum Beispiel Linien ziehen. Zack, jetzt sind die einfach rein. Ich kann auch einen Kreis machen, wenn ich will. Oder ich mache jetzt erstmal eine Linie. So, ihr seht die Typen mit der Fahne. Wenn man die zerstört, geht das andere Team auch weg. Also von einer Truppe immer gibt es zum Beispiel jetzt gerade mal hier drei. Und ja, es gibt auch manchmal, dass es so 50 sind, also das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, aber es gibt bestimmt. Aber ich habe schon öfter mal mit 30 oder sowas. Nicht 30 sind auch übertrieben, aber ihr seht, wenn ich den, dann werden die hinteren auch aufgelöst. Und manchmal ist das eine richtige Menge. Das sollte man immer den Anführer zerstören. Zack. Zack, zack. Und mit dem Finger kann ich hintippen, wo sie hingehen sollen. Diese Führer, die filmen dann Luft in so einer Blase und die muss ich dann zertippen, damit die anderen weggehen. So, hier seht ihr. Wenn ich den auftippe, ganz viele sind weg. Jetzt fragt euch, was das oben rechts ist. Ich reihe jetzt erstmal in den Kreis auf. Das ist zum Beispiel Belebung, dass ich mehr Leute bekomme. Ihr seht hier, es ist da das Zeichen. Ich mache jetzt einfach mal einen großen Kreis, weil der Kreis eigentlich immer gut ist, weil die von allen Seiten kommen. Zack, attackiert. Zack, attackiert. Genau, dann muss man es einfach nur noch hingehen lassen und aufpassen, dass man die, dass die nicht sich wiederbeleben, diese Anführer da. Zack, 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 zack. Zack, zack. Oh, ich hab was. Ihr habt Glück. Ich habe nämlich ein neues Power-Up. Das ist dann, dass man seinen Panzer rufen kann. Den habe ich noch nie gehabt. Also wirklich, ich habe das Power-Up erst seit heute. Seit ein paar Stunden oder so. Genau. So, jetzt mache ich mich mal in die Form. Zack. 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 Ich rufe mir noch mal ein paar Leute. So, manchmal haben sie auch keinen Anführer, da muss man alle zerstören, was natürlich manchmal blöd ist. Zack. Zack. So, diese Fallen hier, die machen, weiß ich selbst gerade nicht so genau, also ich glaube, die stoßen einen weg und so. So, rein muss erstmal so auf. Gehen hier dran vorbei. Zack. Zack. Und zack. Ich werde jetzt gleich das mit dem Panzer ausprobieren. So, hier sind Minen. Die werde ich ganz einfach triggern. Ich laufe hin und laufe wieder weg. Okay, die explodieren sehr, sehr schnell. Nicht wie die anderen. Die anderen würden erstmal machen. So sind die anderen. So, ich glaube, ich hole. Oh ja, stopp, bevor ich jetzt hier reinkriege. Nein, so, Gott sei Dank. Geh weg. Panzer holen. Ui, sieht cool aus. Okay. Den hat es gerade zerstört hier. ja, ich kann auch einen Kraftausdruck dafür verwenden. Den hat es gerade so richtig zerfickt. Ich will noch kurz die Geschütztürme hier zerstören, bevor die mir Ärger machen. Also ihr seht, das ist ein witziges Spiel, fast wie Splatoon mit Farbe halt auch. Also ich find's echt geil. Oh, verdammt, jetzt haben sie meinen Helden zerstört. Ich habe nur noch vier Leute. Entschuldigung für den Huster. So, erstmal hier aufräumen. Ich hoffe, ich bekomme schnell meine Truppen da, weil ich kann sie jetzt nicht rufen. Ich habe gerade aufgeklickt, also es funktioniert nicht. Oh, verdammt. Oh nein, jetzt muss ich nur noch eine Truppe zerstören, dann kann ich meine Truppen widerrufen. Ich weiß nicht, ob man den Helden auch widerrufen kann, aber naja. Zack. Oh ja, Helden, also Leute holen. Zack. So, und jetzt reiche ich die erstmal in so einem Halbkreis auf. So. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil jetzt die Leute kommen und ich muss das halt eh noch überleben. Man gewinnt nicht immer, das muss man sagen. Na gut, das gewinnt man nicht. Man gewinnt überall nicht eigentlich immer. Aber naja. Zack, nochmal in dem Halbkreis in den besseren Formationen. Greift sie an. Macht sie fertig. Nochmal Leute rufen. Zack. Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Woo! Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir gewinnen. Weil ich habe gegen Lila gekämpft und Lila hat mich schon gesehen, der ist sehr gut. Das ist auch eine witzige Animation. Kapow! Einfach so weggeklatscht. Ja, und das ist das Gebiet meins. Das Gebiet ist nicht, also, sagen wir so, das Gebiet ist nicht wirklich meins. Ich habe jetzt leider keine Schlüssel, um die Kiste zu öffnen. Das Gebiet ist nicht wirklich meins. Das heißt einfach nur, dass eingenommen wurde, aber ich habe halt nur gesiegt. Und wir sind so eine Kiste bekommen, die ich öffne mit Schlüssel. Ich kann auch einfach so kämpfen. Das mache ich auch wegen Missionen oder so. Ist einfach halt auch zum Spaß. Ja. Genau.
Oh, wir haben irgendwas da oben abgeschlossen. Okay, 50 XP. Kann man mal haben. Das sind Tagesaufgaben. Übermale rote Fahnenträger. Okay. Ich muss 60 Fahnenträger killen. Von Rot. Also muss ich Rot angreifen heute. Beendet im Medaillenspiegel einen Angriff mit der Note B oder besser. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was ein Medaillenspiegel ist. Ich glaube einfach, dass man am Ende die Medaillen bekommt, dass man einfach sehr gut gewesen ist. Beendet beim Kombostand einen Angriff mit der Note B oder besser. Ach, ich glaube, das sind so verschiedene. Ah, okay, ich verstehe, weil da bekommt man mal Medaillen, die werden dann zusammengereicht. Zum Beispiel, wenn ich 4x A habe, wird es natürlich auch ein A. Ja, so denke ich ungefähr mal. Dass das da ist. Ich greife jetzt einfach mal Rot an, dann werden wir ja mal sehen. So. Okay, ich kann mir leider nicht ausruhen, welches Gebiet ich angreife. Haben die einen mittleren Panzer? Die haben einen mittleren Panzer, sowas habe ich noch nie gehabt. Der wäre gegen Panzer gut. Aber soll ich mir den jetzt hat? Nee. Nee. Ich benutze jetzt Psycho. Weil dann kann ich noch weniger Schaden bekommen, weil die ja die ganzen Projektile abgehalten werden. Und ich weiß nicht, ob die Projektile abgehalten werden. Also jedenfalls standst du dran. Oh Gott, ist der besser. Der hat 36 Angriff und 100 und 1400 Leben irgendwas. Oh Gott, da werde ich so zerfickt, das sage ich euch. Wenn ich das gewinne, dann gebt ihr mir auf jedes Video ein Like. Aber ich werde es nicht gewinnen. Ja, aber jetzt schon der Panzer kommt. Ich habe noch keine anderen Truppen, keine neuen. Oh nein, der hat noch einen Bombenstand. Wieso hat der noch einen Bombenstand? Okay, wo ist der? Ich glaube, die Panzer haben mich schon gesehen, oder? Ich weiß nicht, ich will jetzt erstmal. Ja, der Panzer hat mich gesehen. Ich hole mir neue Leute. Das ist ein mittlerer Panzer. Oder ist das ein fortgeschrittener Panzer? Ich habe keine Ahnung. Ah, Mami! Nein, jetzt kommt noch der zweite Panzer. Das schaffe ich doch niemals. Nein! Ah, oh, fuck, der hat meine Leute zerfickt. Überfahren. Sag. Weglaufen. Ach, die greifen zweimal an und fahren dann. Okay. Ich würde gerne den Bombenzand. Boah, ja, wenn der immer irgendwo ist. Nein, der Bombenstand ist außer Reichweite. Ja. Okay, der eine Panzer ist schon gut angehittet, das sehe ich. Das ist sehr schön. Oh verdammt, weglaufen. Ihr seht schon, ich tippe die ganze Zeit rum. Und versuche einfach. Jetzt haben die noch einen kleinen Panzer. Fuck. Wie viele Panzer haben die denn? Ich will, dass der kleine. Nein. Ja. Mein Hero darf auf keinen Fall sterben, weil der macht immer noch. Oh Gott, der Panzer ist gleich down. Wie geil. Ja, der kleine ist auch gleich down. Oh mein Gott, wie ist, ob ich das noch schaffe? Kämpft niemals gegen zwei Panzer. Ja. Mami. Ich glaube, die haben wieder einzufickt. Oh Gott, wie knapp das gerade war. Die hätten fast meinen Hero überfahren. Ja, der große Panzer ist down. Weglaufen, weil der kommt das Ding runter. Na, kleiner Panzer, komm her. Dann möchte ich auch noch zerficken können. Ich bin in den Panzer reingelaufen. Ich hätte es noch schaffen können. Der hat doch noch geraucht. Oh Gott, nein. Luma, nein. Nein. Fuck. Fuck, scheiße. Oh Gott, so verkackt. Oh Gott, Alter, war ich schlecht. Ich will mal ganz kurz was schauen, weil dieser Panzertyp da, der gegen Panzer ist, der interessiert mich echt gut. Weil ich habe so viele Panzer in letzter Zeit bei uns.
Da war das, glaube ich. Ja. Nono war doch der gegen den. Ja, genau, Nono war der. 85. Ich schau mal ganz kurz in das Ding. Okay. Also es wird mich 2 Euro kosten, damit ich mir den holen würde. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt erstmal ohne, weil ich kaufen ist nicht immer cool. Aber manchmal muss man halt einfach kaufen. Oder hat man Spaß dran halt im Spiel halt. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich war nur ganz kurz weg, sorry. Ja. Ich benutze jetzt einfach mal. So. Schon mal, ob wir mal das schauen sehen können mit der Bombe, dass er die Bombe auf 3 Ex-Typen wirft. Okay, der ist auch besser als ich. Ja. Okay, es ist eine ganz andere Base als meine. Ich glaube jetzt erstmal hier rüber und versuche die zu attackieren. Na los. Was hab ich denn für eine Range? Zack. Was hab ich denn für eine Kack-Range gerade am Anfang? Ich weiß nicht, warum das so ist, aber naja. Okay, ich mach mal eine andere Formation. Zack. Oh, holy. Ja, okay, der ist weg, mein Hero. Mann, mich haben gerade einfach ganz normale Leute zerfickt. Das ist doch kacke. Naja, die waren noch viel, viel stärker. Ich meine, habt ihr gesehen, die haben meinen Hero mit 2 oder 3 Schüssen weggemacht. So. Schon mal. Heim. Ich dachte, dass ich auf Heim getippt hätte, aber naja. So, laden bitte. Laden. Laden. Ich will zu meiner Basis, um sie weiter zu bauen. Tralali, da sind wir. So, ich will jetzt kurz mal den Panzer anschauen. Wo war das? Ah ja, genau hier. So. Panzer, 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 Panzer. Da. Jep. Da hat er den 2. Panzer. Kacke. Da sieht er immer den schweren Panzer an. Ja. Die Kanonen sind extrem krass cool, weil die einfach extrem weit schießen. Die sind so kacke. Oder diese leichte, da diese Roboterpanzer. Die liebe ich und die schalte ich auch bald frei, zum Glück. Da muss ich mal kurz ins Ding gehen hier. In die Gentechnik, damit ich euch das zeigen kann. Da mit Level 18 schalte ich die schon frei. Ich bin Level 14, also noch 4 Level. Und Level gehen eigentlich einigermaßen schnell. So, Challenge kenne ich noch nicht. Schauen wir mal. Was ist denn Challenge? Okay, wir haben sehr viele Leute. Warning. Okay, die haben Angst. Okay, wir haben extrem. Hätte ich das mal gewusst, dass da der Typ runterkommt? Ja, okay. Ach du Heilige. Heieieiei. Okay, da ist irgendwie alles. Der ist ein Geschützturm. Ich mach den mal. Ich mach euch mal in so eine Reihe. Okay, weg, 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 weil der malt wieder. Und jetzt rein, rein, rein.
Ja. Was ist das denn für ein Monstrum? Oder ist irgendwas? Da ist irgendwas. Nein! Da ist was Schlechtes! Verzieht euch! Weg hier! Weg! Weg! Habt ihr gerade gesehen, da hat er auf so eine Dreieckformation, seht ihr mal? Der wirft auf eure, auf einmal rollt da so eine Bombe lang. Und die hat auch so einen Explosionseffekt. Ui, Mami, 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 Mami. Mach die mal fertig. Zack. Okay, geht da weg. Weg, weg, weg. So eine Formation. Okay. Eieieiei. Also ihr seht schon, der ist verdammt OP. Okay, der ist kaputt. Ja, der ist kaputt. Schön. Okay, das ist wieder irgend so ein Fragezeichen. Ich hoffe, da kommt was diesmal was Gutes raus. Weg, weg, weg. Yep, ein Panzer. Aber es ist eigentlich gut, weil damit kann ich meine Leiste füllen. Ich weiß gar nicht, ob ich damit meine Leiste füllen kann. Egal. Alter, wie viel Schuss habe ich denn jetzt? So ein Panzer geht ja eigentlich damit mega schnell down. Boah, Alter, wie schnell geht denn so ein harter Panzer damit down? Weg, 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 laufen. Hier hin. Weil der prallt runter. Okay, viel Leben hat er nicht. Ich aber auch nicht mehr. Also er hat noch Hälfte Leben. Zerstört das mal bitte. Okay, das ist gut. Weg. Zack. Ich formatiere euch mal so. Ich zerstöre jetzt erstmal diese Dinger hier, weil die, ich glaube. Yep. Ich weiß, was die machen. Wie geil. Die bringen mir nämlich diese. Oh fuck. Das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Was ist das? Nein. Eieieiei. Okay, er geht kaputt. Oder er rastet aus. Keine Ahnung, was auch immer ist. Yep, er rastet aus. Nein! So, zerstört die mal. Danke. Rennt! Habt ihr es gerade gesehen? Da war nämlich der. Und zack, Bombe. Und das zerstört dann alles. Also, es tut mir leid, dass ich gerade so wenig spreche, aber. Oh Gott, ist das schwer. Ich kämpfe gerade gegen einen riesen Typen da. Was soll ich da machen, bitte? Oh mein Gott, ja! Was habe ich dir gerade für ein Glück? So, hol dir Leute. So, jetzt muss ich noch ein bisschen an den Boss ran. Weil ich den jetzt hatte nämlich mit. Okay, ich hole mir das da oben noch ganz kurz, Leute. Und? Okay, gut. Leute rufen. Und Panzer holen. Was war das? Hallo, das war eine riesen Explosion. Alter, was? Was ging da gerade ab? Ich hätte es ja noch eigentlich schaffen können. Also, man merkt, ich brauche bessere Truppen. Ich weiß gar nicht, ich muss Level höher gehen, weil dann werden die auch stärker, die Truppen. Also, ich brauche gar nicht bessere Truppen, sondern, ja. Einfach Level, damit sie stärker werden. Okay. Ich habe gerade ein Pack geöffnet. Schauen wir mal, was haben wir denn da bekommen? Einmal von den EP-Bot. Und einmal für Nono, das eine Teil. Okay, jetzt kostet er nur noch 80. Vielleicht können wir den ja auf 50, glaube ich, runterbringen, oder? Ich muss mal kurz schauen. Ja, genau, auf 50. Dann können wir ihn für uns 2 Euro kaufen. Dann wäre es nicht mehr ganz so viel. Es tut mir extrem leid für das. Für mein Gehuste. Und es wird auch immer schlimmer. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Es ist jetzt ganz schön lang, das Video. Ich schneide die Huste raus, jedenfalls die ich finde. Genau.
Danke fürs Zuschauen und lasst ein Like da. Ciao, euer Luma.